So, Freunde der Nacht. Ja, herzlich willkommen zurück, ne? Und unser Kollege hier, der liegt immer noch stumpf und dumm auf dem Boden. Und ihr wolltet wissen, was hinter der Tür ist. Ganz bestimmt wolltet ihr das wissen. Und ich will es eigentlich auch wissen, oder? Nee, wisst ihr was? Wir scheißen jetzt auf die Tür. Wir gehen jetzt unten lang, ne? Einfach mal so. Ich habe keinen Bock, da rauszufinden, was da unten ist. Okay. War natürlich nur ein Spaß. Natürlich schauen wir, was hinter der Tür ist. Meint ihr, ich lasse mir das entgehen? Bin doch nicht dumm. Sag mal. Oh. Toll, Aussichten. Ja, wunderbar. Das ist... Wow, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Dieser Ausblick. Grandios. Und so viele herrliche Schätze und... Oh, wow. Wahnsinn, ich bin begeistert. Ja, das stellt euch einfach mal kurz vor, wie Garrett mit dem Kopf gegen die Wand klatscht. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wow, hinter dieser verkackten Tür geht's einfach nur nach draußen. Das ist unglaublich. Dass ich das mal sage, die sind schlimmer als die Wache. Hast du das von der Marktstraße gehört? Meinst du die Türen? Ich hatte schon genug Kummer. Ich will's gar nicht wissen. Stimmt. Auf bessere Zeiten. Ja, auf bessere Zeiten. Und auf Türen, hinter denen man Schätze findet und nicht bloß einfach einen Ausgang oder so. Toll! Prima! Ganz super. Schön. Das ist ja... Das hat sich ja voll nicht rentiert. So gar nicht. Wow. Ja, Freunde, ne? Da hätten wir uns das mit der Tür sparen können. Siehst du? Wäre ich doch einfach unten lang und wieder raus und zurück und... Oh. Hi, Kollege. Ja, einen schicken Hut hast du da auf. Ja, bestimmt bei Kick im Sonderangebot. So. Jetzt passt mal Obacht. Man kann da drüben lang. Und da ist auch was für ein Seilpfeil. Und da kann man... Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich die Mission starten. Da wollte ich hin. Das funktioniert super. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich kann nichts dafür, dass hier so viel zum Entdecken gibt. Ne? Das ist... Was ist das denn hier alles, sag mal? Kommt man hier hoch? Nee, hier komme ich nicht hoch. Hätte ja sein können. Wo geht's denn hier schon wieder lang? Und hier? Und hier? Das haben wir, glaube ich, vorhin runtergelassen. Ja, das haben wir vorhin runtergelassen. Da ging's da lang. Ah, ja. Ich verstehe. Jetzt sind wir wieder hier. Den hier nehmen wir mit. Fallen gibt's hier wohl keine. Was ist denn das eigentlich schon wieder mit dem Licht hier? Unglaublich. Okay, hier gibt's auch nichts. Die Tür hat wieder mal keine Klinke. Ich weiß nicht, die waren alle zu arm für Klinken. Türgriffe und sowas gibt's bei denen nicht. Und was ist das hier jetzt schon wieder? Wo geht's hier lang? Aha. Das rentiert sich ja schon eher. Da hat wohl jemand ein Geheimversteck angelegt. So, ein Geheimvorrat an Wertgütern. Die gehören jetzt alle mir, die sind konfisziert. Jetzt hätte ich beinahe das Wort nicht rausgebracht. Okay, was anderes gibt es hier tatsächlich nicht. Okay, dann gehen wir wieder raus. Das hat sich ja zumindest ein bisschen rentiert. Ein klein wenig. So, und hier. Und hier und hier. Da steht der Kollege. Und da ist schon wieder so eine dämliche Kerze. Scheiß auf die Kerze. Ich sollte doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also genau jetzt, wo ich da runtergehen will, muss der sich da hinstellen. Eigentlich will ich ja... Wir müssen ja eh darüber. Das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen zu entdecken. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Vorausgesetzt, ich finde den Weg zurück und...
Hab noch alles im Kopf, wo ich eigentlich hin wollte. Hier, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, kommt der jetzt nicht mehr durch das Fenster rein oder was? So. Da sind wir hergekommen. Da gehen wir rüber. Okay. Da geht's auch nochmal runter. Ist das ein One-Way-Ticket? Das ist ein One-Way-Ticket, ne? Dann. Aber da geht's dann auch bloß. Da runter. Das machen wir auch später. Das machen wir auch später, bevor ich da jetzt nicht mehr hochkomme und wieder komplett außen rumlaufen muss. Gehen wir erstmal da lang und gucken uns noch das ganze Zeug an, was wir vorhin nicht angeguckt haben. Ich wusste es doch. Da liegt doch was auf dem Fensterbrett. Das hole ich mir. Du hast gar nichts. Mhm. So, erstmal ein bisschen runter. Und da gehen wir natürlich auch rein. So. Das ist meins. Und natürlich ein Geheimraum. Oh, schön. Schön. Oh, das rentiert sich ja richtig. Da hat sich schon jemand gemütlich gemacht mit Essen, Messer und Gabel. Und dann ist er wahrscheinlich eines plötzlichen Herztodes verstorben. Und liegt jetzt hinter dieser Tür auf dem Boden oder so. Oder war das woanders? Ich glaube, das war woanders. Egal. War hier noch irgendwas? Nö. Hier sind wir langgelaufen. Da ist unser Klonkollege. Den beachten wir jetzt einfach mal nicht. Auf den treffen wir wahrscheinlich sowieso wieder zwei Ecken später oder so. So, wir gehen hier hoch. Wir gehen hier. Hier komme ich nicht hoch. Okay, dann gehen wir halt hier hoch. Meine Güte. Ach so, deswegen komme ich hier nicht hoch. Okay, dann haben wir diese Ecke noch nicht angeschaut. Mit der Leiter hier. Diese komische. Und hier haben wir schon wieder keinen Geheimraum, aber ein Fenster, durch das wir gehen können. Wo ich auch schon wieder keine Ahnung habe, wo das uns hinbringt. Und hier ist ein Schalter. Der Schalter macht das Licht aus. Okay, das ist sinnvoll. Halte E. Kommen wir da durch einen Ladebildschirm? Ja, da kommen wir durch einen Ladebildschirm. Naja, toll. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ach was, nee, oder? Dein Ernst? Dein Ernst? Ja, du willst mich doch verarschen. Du willst... War das Fenster vorhin auch schon zum Durchgehen? Schreibt mir mal bitte unter die Kommentare. Ich glaube nämlich nicht, dass dieses Fenster vorher schon aktiviert war, um da... Also als Abkürzung oder so aktiviert war. Ich glaube nämlich nicht. Tatsächlich. Aber schreibt sie mal in die Kommentare. Es sind ja bestimmt ein paar aufmerksame Zuschauer dabei, die da drauf geachtet haben. So, die Leiter, die können wir runterlassen. Noch so eine kleine Abkürzung. Toll. Ich habe mich schon gefreut. Das hat natürlich keiner gehört. Da unten stehen Sachen. Da hinten auch. Da. Oh, was haben wir denn da? Ja, aber nicht dir. So. Was ist das denn? Was haben wir denn hier? Einen Geheimraum. Na, sieh mal einer an. Meins. Alles meins. Das ist aber auch schon alles. Wow. So. Freunde der Nacht. Wo war denn jetzt das andere da, was ich da noch gucken wollte? Da war doch noch was mit Seilpfeil und... Oh. Da waren wir auch noch nicht drin. Sehe ich gerade so. Oh, und das ist doch bestimmt... Ja, natürlich. Dachte ich mir doch.
So, und wir nehmen einmal das mit und einmal das mit. Und was ist das? Notiz wegen Schrank. Mhm. Meint er den Schrank? Könnte ich mir gut vorstellen. Gut gesichert ist der aber nicht. Aber es steht auf jeden Fall wertvolles Zeug dahinter. Das ist schon mal etwas. Flachmann zum Beispiel für meinen Whisky. Kann ich meine Flaschen in Zukunft alle in Flachmann umfüllen. Komplett. Und nicht bloß immer die Hälfte. Die packe ich mir dann in sämtliche Taschen meines Outfits. Und dann kann ich die ganze Zeit mitnehmen. Dann habe ich immer was in der Pulle. So. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier mit öffnen. Oh, da liegt ja was. Das sind wieder diese Leute, die hier... Aha. 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 Einen Augenblick kurz. So, Verzeihung. Da musste ich kurz mal um die Ecke gucken. Da hat meine liebe Erdnuss schon wieder gemeint, er muss sich hier nämlich das Fressen aus der Kiste holen, ne? Diese kleine verfressene Karte. So, da die Herzinfarktmenschen, die häufen sich. In der Speisekammer vor allem. Der hat sich bestimmt überfressen. Der hat sich garantiert überfressen. So, ist hier... Okay. Das scheint es wohl tatsächlich schon wieder gewesen zu sein. Der arme Kollege hier, der wird wohl noch ein bisschen länger versauern. Ich komm, ich... Achso, ich kann die Tür... Schade, ich kann es nicht mehr zumachen. Ich wollte es jetzt wieder zumachen. Ja. Ja. Soll wohl nicht sein. Hier kommen wir nicht raus. Hier gibt es sonst nichts mehr. Wir sind hier fertig. Und jetzt muss ich überlegen, wo war das? Da hinten war... Ne, war das hier? Nee, da war das. Jetzt komme ich wieder klar. Da waren wir schon. Da müssen wir rüber spazieren. Und da ist noch was verschlossen. Und ich glaube, ich weiß ja schon, wie wir da reinkommen. Da ist auch noch was. Was, sag mal, Leute, was ist denn hier los, ey? Dieses Gebiet ist ja... Das ist ja... Ha, eine Wohltat. Eine Wohltat. Aha. Komme ich da nicht rüber? Komm ich da rüber? Nee, ich komme da tatsächlich nicht... Ich komme da durch. Aber wo geht's denn dann da wieder hin? Das ist unglaublich. Die Wege der Stadt sind unergründlich. Und sehr verwirrend. So, und jetzt müssten wir eigentlich hier in den Geheimraum kommen, oder? Ja, natürlich. Wunderbar. So, und haben wir hier auch einen Kollegen, der irgendwo am Boden versauert? Scheint mir nicht so. Nö. Tatsächlich nicht. Hier geht ein laues Lüftchen. Und das war's auch schon. Hier haben wir einen Schalter. Ein Lichtschalter. Und der Schalter da drüben ist höchstwahrscheinlich dann dafür da, um das Gitter aufzumachen. Hoffe ich doch. Nein. Doch. Er hat ein bisschen Verzögerung. Die Leitung, die geht hier wahrscheinlich nicht direkt zum Gitter. Das geht einmal hier so hoch. Dann geht es da rüber. Da komplett durch die Wand durch. Hier so. Dann da runter. Dann um den Kanalschacht da rüber. Und geht wieder zurück. Und dann geht es da oben rein. So. Nee, davor geht es erst hier so rum. So, egal. Ich wollte ja plündern. Ich wollte ja gucken, was es hier sonst noch so gibt. Aber anscheinend nicht wirklich viel. Hat sich wieder mal super rentiert. Aber was soll's? Ach, und jetzt komme ich hier von hier... Komm ich da jetzt da runter? Komm ich da runter? Wie komme ich denn da hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ich gehe mal den normalen Weg. Erstmal.
Bevor ich ganz runterfall und dann den anderen vor die Füße, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir könnten mal gucken, wo es hier lang geht. Oder? Ja, komm, wir gucken mal, wo es hier lang geht. Ja, da ist der berühmte Balken wieder. Sehr schön. Den schieben wir erstmal auf die Seite. Dann haben wir wieder so einen berühmten Ladebildschirm. Geht ja doch relativ fix. So, wo sind wir jetzt hier? Aha. Ach so. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist auch schon wieder der Glockenturm. Bin ich jetzt wieder... Hä? Das ist doch bei Hector, oder nicht? Ach, warte mal. War hier nicht die ganze Zeit... Hier war doch dieses komische Tor. Das ist jetzt nicht mehr da. Ach so. Ja, hier geht's zu Hector. Der Mann mit dem Eisenmann. Der Mann mit dem Eisenroboter oder was das auch immer ist. Aha. Und hier war die ganze Zeit so eine Metalltür, wo ich mich gefragt habe, wie man da hochkommt und ob man da mal dahinter kommt. Na, das ist schön. Die hat wohl irgendjemand weggemacht. Das waren bestimmt Orions Männer. Vielen Dank dafür. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Dann wissen wir das jetzt auch. Dann haben wir da eine Abkürzung. Wir haben an unserem Glockenturm direkt eine Abkürzung. Das ist wunderbar. Es wimmelt hier nur so von Abkürzungen. So, und wie komme ich jetzt da unten an das Fenster? Wie komme ich da jetzt ran? Komme ich da durch ein anderes Fenster? Was ist das da drüben eigentlich? Kann man da ran? Gibt es da irgendwas? Ja, da gibt es tatsächlich nichts. Ich könnte jetzt hier runter. Oder... Wie zum Teufel komme ich da jetzt hin? Ach so! So kommt man da hin. Ah, das ist ja wieder super. Toll. Da kann ich erstmal wieder... Ha, aha. 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 Toll. Wenn ich hier fertig bin mit der Kunden, kann ich erstmal wieder einkaufen gehen, weil ich sonst nichts mehr für meine Mission übrig habe. Das ist ja ganz toll. Und es interessiert irgendwie auch keine Menschenseele, dass in der ganzen Stadt überall ein Seil neben dem anderen angeschossen ist, angebracht ist. Das interessiert niemand. Aber egal. Soll es nur recht sein. Schon wieder ein Geheimraum. Das rentiert sich ja hier nicht. Oh, ein Sammlerstück. Ja, das rentiert sich ja wirklich richtig. Das ist schön, das ist schön. Wenn wir jetzt noch ein paar Bilder finden, das wäre natürlich noch besser. Was haben wir hier? Oh, ja, eine Halskette. Super. Toll. Mohn. Können wir natürlich auch mitnehmen. Jetzt müssten wir eigentlich schon wieder voll sein. Glaube ich. Und dann war es das jetzt hier sogar. Und wir können unseren Weg fortsetzen. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wohin fortsetzen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder... Auf jeden Fall gehen wir erstmal wieder zurück. Würde ich jetzt mal behaupten. Und dann gucken wir mal. Unten geht es ja auch noch lang. Wir haben ja bis jetzt erst alles oben entdeckt und ausgekaspert und klapustert und weiß ich nicht. Unten geht es ja auch noch weiter. Wieso? Achso. Oh, da kann man sich nicht verstecken. Nein, ich bin gar nicht da. Nein, du siehst mich nicht. Ah. Ich hab so einen Special-Anzug an. Ja, wenn man sich irgendwo hinstellt in die Ecke und es ist dunkel, dann sieht man so aus wie dieser Unrat, der da in derselben Ecke steht. So, was ist das jetzt hier? Was haben wir denn hier alles? Aha. Aha. Was ist das jetzt wieder? Ein Händler. Ja, sieh mal einer an. Ein Händler. Und hier ist eine Tür. Mit Griff sogar. Halte E. Und da steht Zeug drin. Und da hinten hängt was an der Wand. Was ziemlich offensichtlich... Und da ist schon wieder einer umgekippt. Da ist schon wieder einer umgekippt. Was ist denn nur mit den Leuten los? Aber ich kann die Tür nicht aufmachen. Warum kann ich die Tür nicht aufmachen? Ich will da rein. Hier, Kollege, hier liegt jemand am Boden. Hier, der braucht Hilfe.
Stolpertor, Gemischtwarenladen. Stumblegate. Stumblegate. Ja, Stumble. Ich glaube Stumble. General Store. Aber das ist ganz praktisch, dass hier jetzt ein Händler ist. Den werden wir uns gleich mal... Was ist das denn? Ist das vielleicht eine Verriegelung für das, für die Tür? Oder eine Entschärfung für eine Falle hinter der Tür? Aha. Aha. Na, sieh mal einer an. Ah, ich glaube, der... Der liegt hier, glaube ich, auch schon wieder ein länger. Tagebuch eines einfachen Diebes. Ja, das ist nicht so unser Ding. Wir sind ja nicht der einfache Dieb. Wir sind der schwere Dieb. Wir haben 150 Kilo. Das ist alles Kampfmasse. Mhm. Ein Knopf. Das ist nicht safe. Das ist nicht so safe für den Safe. Wo ist denn der Knopf? Da ist der Knopf. Und da wäre eine Falle gewesen. Aha. Und von wo wäre die Falle gekommen? Oder was wäre da passiert? Ich sehe hier nämlich weit und breit keine Gerätschaft. Das ist nämlich das Merkwürdige. Oder hätte ich den gar nicht aufmachen können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Könnte natürlich auch sein, so wie bei der Tür. Oh, ein Knopf. Ah, da ist die Falle. Oi, das ist ein ganz schön gewiefter Kaufmann. Das muss man ihm lassen. Da hat er einfach mal so ein richtig krass geiles Geheimversteck, der Kollege. Schau ihn dir an, schau ihn dir an. Haben wir ja nicht sonst noch was? So. 10 Gold. 20 Gold. Beute geklaut, nicht tot. Was will man mehr? Boah, siehst du mal. Siehst du mal, so läuft das. Wir machen alles richtig. Wir machen alles richtig. So, gut. Haben wir das jetzt auch erledigt? Wir sind ja richtig auf einem krassen Beutezug, hey. Das ist ja unglaublich. Aber jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Gehen wir erstmal einkaufen. Einkaufen. Geh nachsehen. Ja, geh nachsehen. Ressourcen kaufen. Das ist voll, das ist voll. Das ist voll, das ist voll. Wasserpfeile, gut, da können wir gleich wieder einkaufen. 15. Seilpfeile. Huh, haben wir schon wieder 6 verbraten. Unglaublich. Stumpfe Pfeile, da haben wir nicht ganz so viele verbraten, aber die sind ja auch... Ja gut, günstig sind sie jetzt nicht. Das ist voll, das ist voll. Wunderbar. Und wir haben noch 471 Gold übrig. Das ist doch... Ja, ich auch. Mit den Nerven. Erstmal. So. Dann haben wir ja jetzt hier erstmal... Oder war das schon das Ende der Gasse? Ich glaube schon, ne? Ich glaube tatsächlich schon, aber der Typ hatte noch was dabei. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht rechts rum. Lauf nicht rechts rum. Lauf nicht rechts rum. Du läufst links rum. Du läufst links rum. Wo ist er denn jetzt? Ach so, ich bin ja doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof, ich bin so doof. Dum, 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 dum. Na toll. Einfach mal abgestürzt. So, jetzt pass mal auf hier. Wir warten jetzt, bis der Typ hier kommt. Das ist bestimmt der Typ, der hier unten gestanden ist. Der ist bestimmt derjenige, der hier oben hin und her läuft. Glaube ich. Würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten. Oder? Hallo? Haha, angeschmiert. So, dann haben wir das auch erledigt. Haben wir hier ein bisschen Zeug geklaut und aufgeräumt und sauber gemacht. Da waren wir drin, da waren wir drin. Überall waren wir drin. Da hinten waren wir noch nicht. Da hinten waren wir noch nicht. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf, das kriegen wir auch noch hin. Einmal hier hoch. Rauf auf die Leiter, wieder zurück aufs Dach. Na, da wo wir uns wohlfühlen. Und dann hier hinter. Und die Leiter runter. Glaube ich. War das die Leiter? Ja, das war die Leiter.
Okay. Dreht er auch mal wieder um? Schön. Hätten wir das auch erledigt? Was ist hier unten? Nix. Der steht reglos da und bewegt sich nicht. Ach so. Ach so. So. Dann hätten wir das ja jetzt auch erledigt. Und hier gibt's wohl nichts. Nein, hier gibt's nichts. Okay. Inventar voll. Ach so, das war die Flasche. Das war die Flasche. Jetzt würde mich interessieren, ob der Fackeltyp hier... Fackelmann. Ob der Fackelmann hier noch was hat. Ich weiß es nämlich nicht. Ob der mich sieht, wenn ich hier dran stehe. Wenn der Fackelmann hier nämlich noch was hat, dann muss ich den hier, dann muss ich den hier einfach K.O. schlagen. Das geht nicht anders. Das muss dann sein. Aber ich glaube, der hat tatsächlich nichts. Das hätte man, glaube ich, schon gesehen. Doch, der hat was. Damit ist es schon mal sicher. Der Kollege muss schlafen gehen. Wieso nimmt er den nicht? Ich wollte gerade sagen. So, der muss jetzt mal hier seine seine körperlichen Triebe mal kurz hier befriedigen. Deswegen geht er in das stille Örtchen, in das stille Eckchen. Sag mal, was ist denn los mit dir? Wenn ich dich da oben hinsetzen will, ja, bleibst du gefälligst hier auch sitzen. Weißt du was? Mach doch, was du willst. Wenn das bequem ist, dann bleib doch so liegen. Mir doch scheißegal. So, jetzt warten wir kurz ab, bis der Kollege hier um die Ecke kommt. Der müsste ja jetzt jeden Moment auftauchen. Da ist er auch schon. Jetzt kommt aber der andere hier rum. Das ist wieder doof. Das ist natürlich wieder doof. Okay. So, haben wir das auch geschafft? Dann können wir jetzt rein theoretisch langsam, aber sicher. Ja, halt die Klappe. Rein theoretisch langsam, aber sicher. Was können wir denn rein theoretisch? Ach ja, da lang gehen. Wollte ich jetzt eigentlich... Ich will mir das unten erstmal angucken. Nicht, dass wir da noch irgendwas übersehen. Und dann... Und dann entgehen uns da Sachen. Oder liegt schon wieder ein Kollege rum? Das will ich vermeiden. Nee, aber ich glaube tatsächlich... Ich glaube tatsächlich... Jetzt muss ich aufpassen. Hier kommen wir wieder hoch. Dann gehen wir mal hier hoch. Hüpf. Los. Hüpf. Hüpf, habe ich gesagt. Ach, das war das One-Way-Ticket vorhin. Ach so. Aber das ist kein One-Way-Ticket. Das ist... Ja. Das ist wunderbar. In der Galgen, mein Mädchen. Der Galgen. Und der gehört dir ganz alleine. So. So. Da ist doch bestimmt auch noch was. Ich weiß das doch. Da ist doch bestimmt auch noch Zeug versteckt. Das wäre doch nicht so verwinkelt, wenn hier nicht noch was zu holen wäre. Oder vielleicht ist es einfach so verwinkelt, damit es nach was ausschaut. Das kann natürlich auch sein. Was ist das? Was ist das? Okay. Gut, Freunde. Ihr wisst, was in der nächsten Folge passiert. Ihr wisst es ganz genau. Ich will wissen, was das da hinten ist. Ja, aber jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. War wieder eine sehr aufschlussreiche Runde. Und vor allem eine sehr ergiebige Runde. Bis auf die erste Tür. Die erste Tür war voll für die Katz. Die war richtig für die Katz. Die hätte man sich auch sparen können. Oh, da hinten geht's auch noch rein. Aber ich glaube, da sind wir vorhin lang gegangen. Ich glaube, da sind wir vorhin lang gegangen. Und das da. Das will ich unbedingt noch wissen, was das ist. Und da ist auch noch irgendwas Blaues.
Okay, Freunde, dann war es das jetzt erstmal für die Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, tschüss.